Drei Monate nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal gibt es noch immer jede Menge zu tun. Denn das Ausmaß der Zerstörung war gewaltig. Der Putz muss von den Wänden und der Schutt muss weggeräumt werden. Hausbesitzer Winfried Wolf schätzt sich jedoch glücklich, eine solche Unterstützung zu haben. Ja, ohne die Helfer hätte da gar nichts funktioniert. Ne? Also von Anfang an, den Keller ausräumen, das Ganze, also ohne Helfer wäre total aufgeschmissen, wir wären hilflos. Ne? Weil, können ja vorstellen, mit Frau Dings und Bekannten natürlich auch, aber ohne Helfer, sage ich mal zu meiner Frau, wäre das Ahrtal direkt von vornherein schon mal vom Tode vorgesehen, dass irgendwas passiert oder so. Doch diese Arbeit ist nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychische Herausforderung. Jasmin Helfrich beschreibt, wie sie mit der Situation vor Ort zurechtkommt. Du darfst es einfach nicht so nah an dich dran lassen. Klar weinst du mal und klar denkst du drüber nach, aber wenn du das zu nah an dich dran lässt, dann brichst du irgendwann zusammen. Und du bist hier zum Helfen. Du möchtest den Leuten wieder zu Hause bringen. Auch für die Kinder. Die wollen ihr Kinderzimmer wieder haben. Thomas Pütz kennt die Lage vor Ort ziemlich gut. Er ist Koordinator vom Helfer-Shuttle. Die Busse bringen die freiwilligen Helfer zu ihren Einsatzorten im Ahrtal. Auf der einen Seite, klar, mache ich mir natürlich Sorgen, weil ich sehe, wie viel Arbeit wir noch jeden Tag haben. Auf der anderen Seite muss man aber auch so realistisch sein, welche Arbeit können wir denn mitten im Winter überhaupt noch machen. So, und da die Waage zu finden nachher noch, wie viel Helfer brauchen wir wirklich noch für die Arbeit, die da ist, und wie viel Arbeit können wir denn effektiv auch noch machen. Da versuchen wir die Waage jetzt irgendwann auch dann zu finden durch den Winter durch, dass wir über unsere Netzwerke, über unser Vorgehen genauso viele Helfer noch zu akquirieren, wie viel wirklich effektiv noch gebraucht werden. Und auch wenn es mühsam ist, der Wiederaufbau geht voran. Extreme Starkregenfälle hatten im Juli verheerende Überschwemmungen an Flüssen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ausgelöst. Viele Gemeinden, besonders im Ahrtal, wurden verwüstet. In Rheinland-Pfalz kamen mindestens 141 Menschen ums Leben. 16 Personen werden noch immer vermisst.